Hallihallo. Heute mal eine FAQ. Und zwar zu meinen Desktop-Themen. Ich hatte bereits in der Vergangenheit öfters mal FAQs gemacht zu meinen Desktop-Themen oder ganze Videos, wie man sich ein bestimmtes Desktop-Thema nachbauen kann, das ich gemacht habe. Hier zum Beispiel bin ich unter Ubuntu 12.04, das ihr aber so in dieser Form wahrscheinlich noch nie gesehen habt, wenn ihr Ubuntu 12.04 überhaupt schon jemals gesehen habt. Weil das habe ich mir komplett verschönbessert, ne? Oder verschlimmbessert, je nachdem, wie man es sieht, Geschmackssache. Ubuntu bietet so viele Verstellmöglichkeiten, dass ihr wahrscheinlich dieses System nie als 12.04 identifiziert hättet, wenn es nicht zufällig jetzt mal da stehen würde. Oder man sieht zum Beispiel am MyUnity, dass es nur unter 12.04 in dieser Form gibt. Und jetzt mal ein kurzer Hinweis zu meinen Videos, die ich in der Vergangenheit und die jetzt noch machen werde. Oftmals seht ihr dann Links zu gewissen Dingen, die in meinen Videos häufig zu sehen sind. Dadurch spare ich mir Rückantworten zu den Fragen, die dann zwangsmäßig kommen. Mache ich zum Beispiel ein Video über meinen Desktop-Hintergrund, fragt irgendjemand sowieso, was sind das für Ding, das da links ist. Also mache ich da lieber gleich einen Link rein. Wenn ihr den nicht seht, müsst ihr bei YouTube noch unten einstellen, dass ihr die entsprechenden Bemerkungen sehen könnt. Oder ihr seht sowas hier drin, das habe ich oft drin, wurde ich schon öfters gefragt. Das ist GCrell-M, ein Systemmonitor. Dann das hier ist ein Wetter-Applet, das stammt aus dem CairoDock, das ist das Ding. Und wie gesagt, wenn ich sowas in meinen Videos drin habe, solche Symbole, dann verlinke ich immer direkt drauf. Und mache dann hier zum Beispiel einen Link zum Cube, damit die Leute, die sehen, der dreht doch irgendwas da auf seinem Bildschirm rum, was ist denn das für ein Ding? Dann spare ich mir die Rückantwort, verlinke auf das Video. Dann ist es gut. Die Stammuser gähnen dann wahrscheinlich schon gelangweilt, weil ich das dann wahrscheinlich in jedem 10. Video so habe oder 5. oder 2. oder überhaupt. Aber ist notwendig, weil sonst kommen immer wieder die gleichen Fragen. Deshalb mache ich dann schnell mal einen Link. Obwohl es im Video vielleicht um etwas ganz anderes geht, ne? Desktop-Hintergrund zum Beispiel ist aus frei erhältlichen Sachen aus GNOME Art zusammengestellt, kombiniere ich dann zum Beispiel mit GIMP. Ne, das besteht aus zwei Bildern, die ihr vielleicht auch auf GNOME Art findet. Könnt ihr mal schauen, welche das gewesen sind. Die färbe ich dann noch ein und verzerre die ein bisschen. Schon habe ich einen neuen Hintergrund. Schon habe ich etwas Individuelles, wie beim Autotuning. Man will ja immer ein bisschen was anderes haben, wie die anderen auch. Ja, wie gesagt, man sieht hier, man kann da so einiges verstellen. Die Verstellmöglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Deshalb sieht mein Ubuntu 12.04 garantiert nicht so aus wie das, das ihr habt. Aber mal eben ein Link, wie man sich genau dieses Desktop-Thema einstellt, kann ich nicht machen. Da sind so viele Einstellungen mittlerweile gemacht, dass es quasi mehr oder weniger wahrscheinlich sogar mir selbst unmöglich ist, das nochmal genau so wiederherzustellen. Das fängt schon mit der Farbe des Panels an. Vom CairoDock. Das mal vom Chrome-Thema abgeleitet ist, wie man es verschiebt, wie man es einstellt, dass es brennt, dass der Hintergrund blau ist, dass das hier halb transparent ist, dass ich die Transparenz einstellen kann und ähnliches. Wie gesagt, das soll jetzt mal so ein Sammelvideo werden, wo viele Fragen schon beantwortet sind. Warum ist mein Panel da durchsichtig? Was gibt es da für Möglichkeiten mit dem CCSM? Darauf verlinke ich dann ständig. Oder Systemeinstellungen kann man auch vieles einstellen. Ne? Hier, wie gesagt, sind wir in einem Ubuntu 12.04, das aber original gar nicht so aussieht. Was war das gerade? Ein Feuereffekt. Haben wir alles schon gezeigt. Erweiterte Einstellungen, GNOME Tweak Tool, Themeneinstellungen. Wie gesagt, das MyUnity, das so ein bisschen aussieht wie das McDonald's-Logo. Das kann man auch noch alles einstellen, Transparenz und Kram. Habe ich überall schon Videos dazu gemacht. Wie gesagt, das verlinke ich dann, wenn solche Dinge in meinen Videos erscheinen, gerne dann nochmal, weil zwangsmäßig die Frage kommt, was ist denn das für ein Ding? Und kann man sich das irgendwo so runterladen? Nein, mit Sicherheit nicht. Und das ist dann natürlich auch gewollt, damit sich dieser Kanal so ein bisschen von den anderen Videos unterscheidet. Und den Schnickschnack baue ich gern ein, damit die Videos nicht so statisch sind, als wenn ich nur einen langweiligen hellgrünen Hintergrund habe. Mache ich aber manchmal auch, wenn ich zum Beispiel Linux Mint benutze. Ich habe mehrere Betriebssysteme hier auf dem Rechner. Gut, durch die
jetzt im Video schon wieder enthaltenen vielfachen Links könnt ihr euch eine ungefähre Vorstellung machen, wie man sowas einrichtet. Aber die Einstellmöglichkeiten sind so umfassend, dass ich also nicht hier irgendeinen Download-Link anbieten kann, dass man sofort alles das hier hat. Also das ist, manchmal sind es mehrere Stunden Arbeit, sowas einzurichten. Da habe ich Spaß dran und stelle fest, aha, zum Beispiel habe ich hier einen Hintergrund, da ist was Helles. Da passt jetzt schön das Wetter-Applet rein. Also verschiebe ich das in einen Bereich, wo es sowieso so ein bisschen weiß ist. Und schon habe ich so einen Effekt, dass der Mond da erscheint, wo die Sonne ist. Ja, ist doch ganz nett, gehört zum Cairo-Docking. Ne? Und so richte ich mir das ein. Oder ich stelle fest, hier GKLM hat zufällig so eine Breite. Wenn ich das verschiebe, seht ihr, das passte jetzt wunderschön dahin. Da sieht es jetzt nicht so toll aus. Dann gucke ich, wo passt das gut hin? Ne? Wo sieht man's? Wo passt's hin? Und denke dann, genau da, da habe ich senkrechte Kanten. Und schon positioniere ich da. So richte ich mir meinen Desktop ein, damit das am Ende für mich pfiffig aussieht und verschönbessert wird oder verschlimmbessert, je nachdem. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.